und einen wunderschönen Hakuna, meine Tat, das Geile ist wieder einschalten. Heute wieder grandiose Action in Sons of the Forest. Unser Lager steht schon fast. Müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, aber ich begrüße erstmal Mr. Deco. Einen wunderschönen. Ja, Muchachos, Mr. Polier, herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest. Marvin meinte, ne, wir sind ja schon um einiges weitergekommen hier, aber alles steht noch längst nicht. Das heißt, es wird noch ordentlich weiter geworkt hier. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Bon Rice. Ja, Fische. Wir haben geile Fische. Wir können ja mal ganz kurz fragen, ob der gute Nugi noch am Start ist. Lebt er noch? Nugi, Nugi! Lebst du eigentlich noch? Alles gut bei dir? Hallo! Er lebt echt mehr, Alter. Ich hab eben Action, ey. Danke, seid ihr da? Ja, was ist los? Digga, dass er eiskalt noch lebt, ey. Ja, ich hab hier so eine kleine Hütte gebaut. Ja, sehr nice. Kommst du zu uns? Oder sollen wir mal zu dir kommen? Mir ist es egal. Entscheidet ihr. Also wir bräuchten noch ein bisschen Hilfe. Also wenn du vorbeikommen willst, dann komm gerne vorbei. Okay, ich guck gleich mal auf meinem Navi. Ich finde euch bestimmt. Okay, dann haben wir wieder so einen FSJler, weißt du? Freies soziales Jahr, kann ein bisschen für uns arbeiten. Ist doch ganz geil, Deko, oder? Oh yeah. Oh yeah. Digga, wenn er sich aber klar, dass er alleine in der Wildnis nicht klarkommt, ey. Digga, der hat fast ein Jahr lang ohne uns überlebt, ey. Der ist ein richtiger Beer Grills, Alter. Bier oder Bier? Bier. Beer Grills. Deko, Bier. Beer Grills. Ich schmeiß mal unser Lagerfeuer an, dass wir noch ein bisschen was hier zu essen machen können. Schmeiß den Lachs an, let's go. Hier ist Zeugs drauf. Hua! Fleisch, vergammelt. Das schmeiß ich jetzt raus. Und geht's? Es ist weg. Nee, hier liegt es, aber es ist vergammelt. Hä? Okay, ja. Warte mal, hier. Ich schmeiß den mal. Warte mal, ich kann den Lachs ja mal nehmen, ja? Nimm das mal. Hier liegt das vor mir, genau hier. Mhm. Ja. Okay, das ist jetzt vergammelt und ich schmeiße es jetzt raus. Hä, warum? Digga, ich habe einfach magische Hände. Digga, das ist so ein. Egal, Marvin ist unser Küchenmädchen, Alter. Ich habe den grünen Daumen, aber. Hä, in meinem Ding sind sie wieder verrottet hier. Echt? Okay, warte, dann schmeiß ich das mal hier drauf, ja? Hey, jetzt auch verrottet! Du musst erst aus deinem Inventory schmeißen. Nee, das ist wirklich verrottet. Das sah nur so aus, als wäre es wieder fresh. Ja gut, dann schmeiß ich die Scheiße weg, ne? Das ist aber grün. Und es wird mir auch als grün angezeigt. Ich hab's hier. Ich hab's da draufgelegt. Das war mein Fleisch, was ich da draufgelegt habe. Das war nicht dein Fleisch. Das sollte zumindest fresh sein. Also wenn das nicht fresh ist, dann stimmt hier irgendwas nicht. Das ist fresh. Okay, sehr gut. Aber ich habe dein Fleisch weggeschmissen. Dann sah es immer nur fresh aus, aber es war gar nicht fresh. Sind wir sicher? Bist du sicher? Warum? Ja, ich habe es jetzt gerade ja nachgeschaut und wie du gesehen hast. Ja, nee, du hast ja mein vergammeltes Fleisch wieder aufgehoben, hast dann gesagt, oh, es ist vergammelt. Ja. 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 Du hättest es eigentlich aus deinem Inventory erst wieder rausschmeißen müssen, damit es nicht mehr vergammelt ist und dann checken. Hab ich doch. Nein, hast du nicht. Ach so, hab ich nicht. Ich dachte, das hätte ich gemacht hier. Warte, hier hinten ist doch dieses Fleisch noch. Das habe ich doch hier hinten irgendwo hingeschmissen. Hier. Bam, bam. Fleisch collected und... Ja, jetzt wieder Raw-Fleisch. Hast recht. Ja. Ja, dann schmeißt es auf den Grill. Ich habe deins schon gegessen. Ich baller das hier hin, ja? Boop. Nee, auf den Grill. Du willst auch was essen, noch nicht? Hast du nicht beide schon gegessen? Natürlich. Digga, bei dir läuft der. Du brauchst doch zwei Fleisch, damit dein Essen wieder voll ist. Dann will ich mir aber eher so einen Fisch holen. Hast du irgendwie einen Fisch in der Reuse oder so einen Scheiß? Auf dem Haken hängt noch was. In der Reuse ist einer, ja. Ja, dann kannst du mir den grillen. Ich leg den drauf für dich. Weil ich heute ausnahmsweise gut drauf bin und freundlich bin, mache ich für dich den Koch. Aber du musst es selber im Auge behalten, dass es nicht vergammelt, ne? Also nicht verbrennt, meine ich. Ja, das krieg ich hin. Das mache ich nicht für dich. Wenn Nugi hier unsere Base sieht, der wird ausrasten, ey. Sowas krasses hat er noch nicht erlebt. Übrigens haben wir wieder... Du müsst ja weitermachen mit Stöcken, ne? Ja, was haben wir? Wir haben richtig nice Rätsel neu reinbekommen, da werde ich gleich mal ein paar vorlesen. Oh, geil. Auch so richtig Shakespeare-like, da hat einer was reingeschrieben so und ich dachte, ich wäre sofort irgendwie im 13. Jahrhundert, als Shakespeare gelebt hat, weißt du, so, und wollte direkt mit ihm irgendwie kuscheln gehen. Na, Muchacho, Alter, Marvin hat sich fast direkt nackt gemacht für dich hier. Also für Shakespeare, ne? Er könnte instantly Marvin verführen. Für Shakespeare bestimmt nur für Shakespeare, Marvin, nur für Shakespeare. Alle Leute, die das wegen dem Jahrzeichen ausrasten, man kennt ihn. Oh, ich könnte... Weißt du, wann Shakespeare war? In welchem Jahrhundert? Shakespeare? Mhm. Ich habe absolut keine Ahnung. Das ist eigentlich Allgemeinwissen, ne? Aber, Brudi,
Weiß ich nicht. Würde 1700 oder 1800 sagen. Hätte ich jetzt spontan auch gedacht, ja. Aber es ist trotzdem... Ja. Mieser Klacko, ey. Aber das ist komplett random, ey. Gab's da schon die Sprache? Gab's da schon das geschriebene Wort? Gab's da schon Englisch? Gab es damals schon die Menschen überhaupt? Ja, Muchachos rasten wieder bestimmt richtig aus, Alter. Natürlich gab's da schon Englisch, größte Weltmacht, 1800. Haben da wirklich schon Menschen gelebt zu der Zeit oder waren da nicht noch Dinosaurier am Start? Ich sehe hier nichts, wo Gras ist. Wo? Da. Dort den Fisch snack ich, sehr gut. Dinosaurier? Digga, der wackelt noch rum, ey. Let's go. War der gut? Nee, ich bin am Kotzen. Also der war nicht ganz so gut, Deko. Dankeschön für den vergammelten Fisch. Kuss geht raus. Ja, wahrscheinlich hast du einfach nur verbrennen lassen schon. Ja, verbrennen, Marmen und so weiter. Ja, ich glaube, pro verbrennen lassen. Der war frisch aus dem See hier. Ich glaube, Nugi ist hier schon auf dem Weg. Der ist gar nicht so weit mehr weg. Warte, ich guck mal hier. Oh, er ist schon recht in der Nähe. Warte mal, ich frage ihn mal, ob er uns findet. Uff. Nugi, kannst du uns orten auf der Karte? Ich habe eigentlich mein GPS aktiviert. Siehst du alles? Ja, ich kann euch sehen, ja. Okay, sehr gut. Wenn es Probleme gibt, ja, gib uns Bescheid. Ja, alles klar, mache ich. Ich habe hier so ein leuchtendes grünes Punkt auf der... Grünes Ding. Hast du dein Sprachzentrum deaktiviert? Ich weiß nicht, was aktuell los ist, aber hier ist eins auf den anderen kommt hier. Okay, perfekt. Also bewegt deinen Arsch. Ja, okay, ich beeil mich. Ich hab mir gedacht, Marvin, pst. Nugi darf das nicht hören, er darf nichts nicht verdächtigen, aber... Was? Ja, okay. Sein Sprachfehler, es könnte sein, dass er von so einer miesen Pilzschnecke überfallen wurde. Die Bananenschnecke ist dafür bekannt, dass sie den größten Schwanz hat. Das weißt du doch. Hab ich dir mal gesagt. Ja, ja. Aber ja. Nein, ich meine so eine, diese, weißt du, diese Schnecken, die deinen. Nee, Pilze sind das, glaube ich. Oder Schnecken, nee, Raupen, Parasiten, weiß ich nicht, die dein Gehirn übernehmen oder dich steuern. Digga, ich kenne das nur bei Ameisen. Ja. Würde ja hinkommen ungefähr bei Nugi. Digga, das wäre aber schon ziemlich crazy, Nugi, oder? Nugi wurde einfach von so einem komischen Parasiten übernommen und kommt jetzt zu uns, um uns damit anzustecken. Boah, das erinnert mich an irgendeinem Film, aber ich weiß nicht mehr. Kann auch nicht richtig sprechen. Weil nur die Schnecke da das Kommando hat. Deko, magst du gerne ganz kurz rüberkommen? Wir haben vielleicht ein Problem hier. Wir haben Besuch. Ja, aber der ist doch freundlich. Okay, ein Header, dann sollte er weg sein, ne? Huh. Alter Schwede, da kippt er um. Ja! Digga, der hat einen Headshot und er kippt nicht um oder was? Ja, hä, das hatten wir schon vorläufig jetzt. Jetzt dürfte Ende sein. Ende im Gelände. Können wir den nicht tragen? Ah ne, das war der große Heinrich, ne? Oh, wir haben hier unser Kleifes down, ey. Unser Lehrer, Deutschlehrer, man kennt ihn. Wir brauchen Steine, ne? Haben wir eben kurz geregelt, ey. Klar, dass ich da vorbeikommen muss dafür. Aber ich weiß jetzt gerade auch nicht, ob das ein Wurm war. Ich kenne nur diesen Amazonas-Peniswurm, der sich in deinen Penis einnistet. Es gibt aber auch wirklich, glaube ich... Überrascht mich nicht, wahrscheinlich sogar persönlich. Den packe ich immer in dein Bad, wenn du dich morgen in dein Bad bewegst. Und ich hoffe jedes Mal... Also ich dachte schon in meinem Bad, ich hab doch gar keinen. In deine Badewanne. Ich hab doch gar kein Bad. Und ich hoffe jedes Mal, dass du mich anrufst. Marvin, ich hab den Amazonas Penisform. Digga, richtig crack, ne? Also ich hab ja von dem mal gehört. Und der nistet sich ja eigentlich... Also das ist ja nicht normal, dass er sich in den Schwanz einnistet, ne? Sondern... Der denkt, das ist ein Fisch und rastet da drin dann vollkommen aus. Der denkt eigentlich, ist ein Arschloch von einem Fisch. Und der rastet dann einfach komplett aus und ist so in seinem Lebenswahn, in seinem Lebenswillen, versucht er irgendwie zu überleben und kantet sich da irgendwie fest. Und da bist du am Arsch. Dann kannst du den nur noch operativ entfernen. Also die Leute, die den damals hatten, zu Zeiten, als es noch keine OP gab, RIP, Digga, einfach komplett RIP. Und ich habe auch gehört, dass es den nicht Was nur... Was hast du dann gemacht, Alter? Ich habe gehört, dass es den nicht nur im Amazonas gibt, sondern es wird wohl auch allen Leuten gesagt, die in Ägypten oder am Nil auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob der den Nil da lang zieht, am Nil darfst du wohl nicht schwimmen gehen, weil du sonst auch dir irgendwie so einen Lachs dir reinholen kannst. Okay, aber... Also, Muchachos, wenn ihr am Nil seid, nicht Nil? Schwimmen! Also, ich habe Nil auf jeden Fall jetzt schon mal von meiner Bucketlist gestrichen. Wolltest du da mal hin? Einmal schwimmen. Oh, warte mal. Kommt da hinten? Warte, ich schau mal kurz. Es ist schon recht in der Nähe, ja. Aber das, was du erzählt hast mit den Pilzen,
ist das nicht auch so ein bisschen die Story? Ja, steinig mich bitte nicht. So von Last of Us. Ich hab's nie gezockt, ja, steinig mich nicht, aber da geht's auch um so einen Pilz, der in so einen Kopf reingeht, oder? Ist ähnlich tatsächlich, ja. Ja, okay, gut. Und ist ja sogar, wie ich gehört habe, ein realistisches Szenario, ne? What? Never, Digga. Doch, Tatsache. Okay, das ist schon ziemlich crazy, oder? Durch den Klimawandel. What the fuck? Muss ich verarschen? Weil deswegen unsere Umgebungstemperatur immer höher wird, damit auch unsere Temperatur höher wird und dann Pilze leichter in unserem Körper überleben können. Ist es tatsächlich eine nicht unrealistische Szenario, dass wir irgendwann von Pilzen übernommen werden? Digga, bitte nicht, Alter, das ist richtig widerlich. Aber du wirst nicht mit. Digga, Pilze sind richtig krasse Lebewesen eigentlich. Ja, die leben ja auch eigentlich unter dem Wald, ne? Was sie da so für einen Kreislauf und sich für ein Netzwerk sich aufbauen, wie die mit den Bäumen und den ganzen Scheiß kommunizieren mit dem ganzen Wald, das ist schon ziemlich gestört. So ein bisschen Avatar-like. Oh nein, Marvin, hier ist ein Fisch, fang den. Wo ist Fisch? Hallo? Wo? Hier. Ich sehe den doch nicht. Ah, doch hier! Hua! Nimm ihn. Ja, aber bei mir war da keiner. Aber hier ist einer. Ja, genau, den sehe ich nicht. Okay. Oh, es kommt. Aber. Nugi! Den hier sehe ich nicht. Hallo! Hallo! Könnt ihr mich hören? Ich bin hier drüben! Digga, wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen, Mann? Wie geht's dir? Alter! Hat er einen Bart bekommen? Endlich! Endlich sehe ich euch wieder! Leider nicht, ne? Lebewesen! Ja, du hast so komische Mutantenhände. Du siehst aus wie von Fantastic Four The Beast, Alter. Ja, das habe ich gefunden. Das konnte ich mir irgendwie anlegen. Gefunden. Ja, schön, dass du wieder da bist. Alter Schwede. Wie dein Dorf aussieht. Da müssen wir auch irgendwann mal hingehen. Aber erst einmal brauchen wir deinen Support. Ja, hat Nugi jetzt noch irgendwas aufgebaut? Nugi, hast du schon ein Dorf gebaut? Er ist auf der anderen Seite. Du musst nicht rüberkommen, Diego. Wir können schreien. Hast du denn ein eigenes Dorf gebaut? Hast du da irgendwelche Einheimischen drin wohnen? Nee, ich wohne alleine, aber immer wieder kommen irgendwelche Zombies und zerstören alles und greifen mich an und okay, ich weiß auch nicht, was los ist. Meinst du Mutanten? Ja. Okay. Oder meinst du Schneckenzombies? Schneckenzombies. Deko, will dich mal kurz kontrollieren. Deko, kontrollieren irgendwelche, bitte. Irgendwelche Parasiten hier mit einschleppst. Ich glaube, Feuer hilft dagegen. Also wir können mal kurz eine Nummer sicher gehen, ne? Feuer. Nicht brennen. Nicht Feuer. Nicht voll. Okay, kein Stress. Wir machen einfach nur eine standardmäßige Routineuntersuchung ist das hier. Routineuntersuchung. Alles gut, Nugi. Okay. Einmal das alles nach vorne auf. Beugen. Und das husten. Alles auf. Husten nach vorne bitte. Beugen. Ja, genau. Einmal husten bitte. Oh. Ja, warte. Oder war da nicht irgendwas? Nein. Au. Oh, warte, war da. Ah! Okay, nee, der sieht gut aus. Sieht gut aus, okay, perfekt. Du darfst mit rüberkommen. Du okay. Bist safe. Ja, jetzt sind wir fast fertig, Nugi. Du hättest gar nicht herkommen müssen. Na super. Ja. Also die Verteidigung steht wirklich fast. Also wenn du Steine dabei hast, Nugi, ich küsse deine Augen. Aber wir haben jetzt ja ein Rätselmind mehr bei uns. Das ist natürlich auch ziemlich geil. Dann können wir mal kurz schauen, ob Deko vielleicht, oder Nugi, weiß, was das für ein Rätsel ist. Oh, wir wollten auch diese Folge das eine Rätsel abchecken mit dem mittleren See. Einige wollten wir noch abchecken. Einige. Ja, wir hatten letzte Folge gesagt, dass wir diese Folge das Rätsel mit dem mittleren See abchecken. Ja, müssen wir auch noch machen. Aber ich möchte noch mal kurz eine Sache auch noch mal durchlesen, vorlesen, die auch ziemlich nice ist. Nämlich von Jones Hate. Es gibt eine Insel weit im Südosten. Guckt da schon mal bitte. Weit im Südosten. Ja, habt ihr? Wo ist jetzt Süden? Süden ist da, wo der gar nicht einfach rauszufinden im Game. Hallo? Süden ist da, wo der Daumen rechts ist. Kriegt ihr das hin? Ja. Okay, perfekt. Also, es gibt eine Insel weit im Südosten. Nördlich von ihr, so gebe ich zum Besten. Ein weiteres Eiland mit Brücke zum Land. In der Mitte ein See, einst ich dort stand. Ich hatte zwei Häuser, ich verrat euch die Route. Vor dem See, Richtung Norden. So kommt's euch zugute. In Richtung der Stelle, an der sich drei Flüsse küssen, findet ihr mein Grab. Und das meiner Süßen. Alter, cooles Gedicht. Digga, richtig fresh, oder? Dachte aber ich auch, hallo. Ey. What the fuck, Alter? Vielleicht solltest du mal so Grußschreiber werden oder so. Die kann man doch auch bezahlen. Dass du für deine Liebste so. Ja, genau, dass du irgendwie so ein Gedicht oder so dahin brezeln lässt. Aber, also ich konnte nichts nachkontrollieren. Weil ihr nicht wisst, was Norden und Süden ist, ja? Deswegen auch. Ich hätte es anhand irgendwie jetzt der Inseln versucht rauszufinden, aber wir sind so weit weg von den Inseln, dass wir die Inseln auf unserer Karte nicht sehen können.
Ah, da muss doch irgendwo stehen, wo Norden und Süden ist. Wollt ihr mich verarschen? Gibt es hier keinen Kompass? Im Teil davor gab es einen Kompass. Ja, aber gab es nicht. Also, gibt's schon die ganze Zeit nicht. Ich habe keinen gefunden. Man sagt doch, dort, wo das Moos wächst, ist Norden? Ich glaube, da ist Norden. Aber auch komplettes Halbwissen, Brudi. Und die Frage ist, also das ist richtig auf jeden Fall. Mhm. Aber die Frage ist das hier im Spiel auch so? Ja, natürlich! Weiß ich nicht. Woher soll man sonst wissen, wo Norden ist, Brudi? I don't know. Also einen Kompass gibt's jedenfalls nicht. Auf unserem GPS, was auch richtig merkwürdig ist. Wird nicht angezeigt. Dann dreht sich einfach alles. Das wäre eigentlich die leichteste Funktion für einen GPS. Eigentlich schon, ja. Würde ich sagen, aber okay. Müssen wir nochmal nachschauen. Aber hier, dieser mittlere See, da war ja keine Himmelsrichtung dabei. Den müssten wir eigentlich irgendwie abchecken können. Das müssen wir wirklich machen. Also arbeitet ihr gerade noch, oder? Weil ich kopp hier gerade die Lexi an. Ich spitz auch. Okay, dann sollte das ja eigentlich schnell gehen, wenn wir das alle zu dritt machen. Die Frage ist, was soll es da geben? Also, bei Jones, der meinte ja, es gibt dort... Nogi, du hast gerade nur zugeschaut. Ja, das waren die letzten fünf. Ach so. Der Jones meinte ja, da gibt es ein Grab von ihm und das seiner Süßen. Da muss man also graben. Aber was kann da für ein geiler Scheiß sein? Wir haben doch schon eigentlich richtig geilen Scheiß. Aber aus den Gräben kam ja immer Knarren, Pistolen, Shotguns. Nicht immer, aber ja, das kann bei rumkommen, ja. Mhm. Also es wäre schon sexy hexy, Booty. Es wäre echt schon sexy hexy. Hier kann man keinen Stock hinstellen, glaube ich, ne? Stock? So ein paar Stellen gibt's hier, ja. Wo noch kein Stock dran ist. Ich gebe erstmal einen aus, Leute. Ich hau ein bisschen Scheiße hier auf dem Lagerfeuer. Nice. Aufs Lagerfeuer zwei Fleisch. Dann noch ein Fisch, ein bisschen Money hier. Money, Money, Money. Hallo, wir sind doch noch nicht fertig. Wieso, was fehlt? Warum? Ja, weil Marvin natürlich mal wieder nicht richtig gearbeitet hat hier. Wieso? Fehlen da noch Steine? Nee, Stöcker und Steine dann. Stöcker? Du hast ja hier immer nur jeden zweiten gemacht, gefühlt. Oh ja, hier hast du wirklich nur jeden zweiten gemacht. Ey, da hat Digga nur jeden zweiten gemacht, ey. Digga. Digga, das war deine Seite hier. Hä, es gibt nicht deins und meins. Hier sind die eine Gruppe, ja? Okay, aber bei Arbeit dann schon, ja? Ja, da fehlt ja voll viel noch hier. Hallo! Hallo, Digga, wo? Einmal mit Profis. Hier ist nur jeder zweite. Digga, da hinten hast nur du gearbeitet. Ein bisschen nach vorne. Aber ich kann auch nicht überall Stöcker hinstecken, muss ich sagen. Na, du musst dann so ein bisschen nach vorne gehen, so links, rechts, geradeaus und dann geht das eigentlich. Mhm. Oh ja, du ist jetzt heftig, Digga. So ist heftig. Wir brauchen Steine. 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 Jetzt weiß ich, was du meinst mit den nachspawnenden Steinen. Ist geil, ne? Richtig gut, geil. Also in der Ecke bitte noch ein paar. Das wäre grandios. Kuss geht raus. Party People, ready for take off. Dann lass uns mal diese komische Stelle suchen da, die der Herr meinte. Oder die Dame. Okay, was war das? Was ist das? Digga, das hat sich angehört wie King Kong, Alter. Woo! Ich komme! Wir sollen übrigens der Dame unsere Waffe geben, also Shoddy und... Hey, was... Was war das? Digga, hier! Die haben sich eiskalt in unserem Turm versteckt! Die miesen Klackos, ey! Dafür gibt's aber richtig einen drauf! Bam! Marvin, hast du das Rätsel noch mit der mittleren Seelachs? Ich schau gleich mal in meinen Notizblock. Okay, sehr schön. Oh, hier ist ein Portemonnaie. Oh, ich muss Portemonnaie erst öffnen. Portemonnaie-Öffnung! Oh ja. Was haben wir hier? Oh ja, geil. Klebeband, Draht, Geld, nehme ich. Ah, noch ein. Oh, ein Energy Drink. Perfekt. Und ein Riegel. Jetzt gib mir das. Nein, das Portemonnaie ist weg. Digga, die verschwinden so schnell. Das ist richtig unfair, Alter. Von Daniel Rettich war das. So öffnet ihr zwei die Map ganz fein und schaut nach drei Seen. Die stehen in drei. Habt ihr die? Warte. GPS. Drei Seen in der Reihe, da oben, ja. So, begibt euch zur goldenen Mitte hin, aber gebt Acht. Eine feuchte Klippe, die fließt darin. Okay, ja. Und dann lauft um den See und schaut dann halt, denn im Winter war euch ja ziemlich kalt. Also müssen wir dann... Okay, also um den See rumlaufen, ne? Und dann irgendwie zum Wintergebiet gucken, oder? Also... Ja, oder was wir da finden, ist was uns gegen die Kälte hilft. Oh, oder so. Also das hätte ich jetzt aus dem Rätsel rausgelesen. Gut, dann wollen wir noch warten, bis es wieder morgens ist oder abends.
Morgens ist ganz gut, oder? Von hier aus können wir losgehen eigentlich. Okay, okay. Hab nochmal 4 neue Stammlager gebaut. Ich hab's schon gesehen, ey. Richtig. Da kann unser Kelvin mal weiter Zeug holen. Mürgi, du kannst da rüberziehen mit einer Seilrutsche. Oder hast du keine? Nee, die hab ich verloren. Die ist verloren? Ja, ich hab alles in mein Haus gelegt, weißt du? Weil ich dachte, okay, gut, ich geh kurz an den Strand. Und was ist? Ja, ich komm wieder, alles zerstört Socke, gewesen. Ja, gut. Richtig schlau, Alter. Er lässt seine ganzen Sachen im Haus und geht weg. Ja, ich dachte, das wäre jetzt abgeschlossen. Danke. Ich hab extra so ein Ding angemacht. Sie hat mir Aloe Vera gebracht. Ich glaube, sie liebt mich. Hallo, sie liebt mich. Lass mich nicht voll. Hä? Alter, mal, was für ein fancy Pulli. Nicht du, ich. Okay, so, du hast jetzt den Weg aber gesehen, ne? Ich hab den Weg gesehen, ja. Okay, dann. Was macht sie denn? Ich weiß nicht, irgendwas wollen wir zeigen. Wollen wir ihr jetzt folgen oder wollen wir zum... Okay, wenn sie dir irgendwas zeigt, ich... Jetzt sag nicht, sie zeigt mir den Helikopter, dann... Nein, sie zeigt dir nicht, sie hat einfach die Waffe in der Hand, Brody. Nein, sie hat nicht hinterher gewunken. Ja, ja. Echt? Ja. Cool. 100 Pose den Heli. Sie hat mir den Heli, ja. Oh! Oh, das hast du toll gemacht! Oh ja, super! Ui. Oh, so gut! Dankeschön! Miese Snitch. Warte, Gib mir die Pumpe! Ich geb dir das Kleid. Die Pumpe? Ich geb doch nicht meine Pumpe, Alter. Gib dir das Kleid. Aber meine Pistole kann ich auch nicht geben, weil sie hat schon eine. Soll ich ihr die Pumpe geben? Ich geb dir nicht die Pumpe, nein. Dann kriegt ihr erstmal meine Pumpe. Bitteschön. Digga, ja, schau sie dir mal an. Ja, Pistole und Pumpe, oder? Digga, jetzt geht's aber! Pumpe! Alter, das ist schon ein bisschen sick. Das hab ich Angst vor ihr. Das hat schon Style, ne? Okay, also lass mal das Rätsel jetzt verfolgen. Von wie ist der nochmal? Daniel Rettich. Daniel, Junge. Okay, ab hier Richtung, I don't know, Norden? Achso, ich dachte, du hast schon... Sagen wir Richtung geradeaus. Okay. Ja, machen wir. Ich brauche gleich nochmal was zu snacken, Boys, ne? Also, falls ihr so ein paar Eichhörnchen auf dem Boden rumlungern seht, dann... Eichhörnchen, okay, Eichel? Let's go. Die müssen nach wie vor übrigens mal fixen, dass Bären mehr bringen. Diese ganze Speckwürfel-Bären-Geschichte, dass das kaum was bringt oder zumindest das Kochen reinbringt. Nehme 10 Beeren und mach daraus so eine Blaubeermarmelade oder so ein Scheiß. Weißt du, so ein bisschen Crafting hier rein, das wäre doch geil, ey. Das wäre nice, ja. So eine kleine Küche für so aufwendigere Sachen. Hätte was, ne? Ja. Kann man so ein paar Sachen mal verwurschteln. Ja. Naja. Ich suche mir jetzt erstmal einen Hasen. Oh, das ist ein Hase, ne? Ja. Digga, ich hab ihn gerade noch gesehen. So, geben Sie mir leckere Knochenrüstung, bitte. Oh, yeah. Ihr müsst selber jagen gehen, Leute, ne? Ich bin absolut blanko. Blanko. Du jagst jetzt ein Reh, damit wir alle was zu essen haben. Ich hab schon einen Hasen gesnackt. Perfekt, dankeschön. Ein Reh hätte ich... Was war das? Das war auf jeden Fall... Gewitter, ja. Krass, ey. Das hast du aber auch nicht geballert. Das hat sich aber geil angehört, richtig geil. Hast du jetzt irgendwo ein Reh? Ich hab einen Hasen, also ein Fleisch habe ich. Ja, ein Fleisch, Jungs, was soll das sein? Ja, ihr könnt auch selber mal euch hier irgendwie umschauen, ob man irgendwas finden kann. Ihr könnt Klackos, auch mal selber, Alter. Okay, lass weiterziehen, Deko. Du wolltest uns nochmal sagen. Warte, ist das eigentlich weit, wo wir hin müssen? 3 Seen da in der Mitte, ne? Und dann einmal rum. Ja, in der Mitte und dann irgendwie um den See rumlaufen, ne? Digga, sind die das? Es gibt hier mehrere Seen, die irgendwie Trois sind, oder? Wenn du mir noch eine Stelle zeigst, dann würde ich sagen, okay. Hopp. Ansonsten würde ich sagen, das ist schon richtig. Wo läuft ihr denn hin? Die sind direkt nebeneinander, ne? Das sollte ja auch in der Reihe sein, ne? In der Reihe, in der Reihe. Das wird schon das Richtige sein, bin ich mir fast sicher. Na, lecker. Sagen wir zu 50%. Hier läuft ein Häschen. Ja, dann schnappt euch den Scheiß, Brudi. Aber was können wir festhalten? Was haben wir in dieser Folge geschafft? Wir haben die Verteidigung beendet und wir haben alles Essen verbraten, was wir so hatten, oder? Ist das nice? Richtig. Und wir folgen jetzt gerade einem Muchacho-Schatzkarten-Ruf. Das war auch nice. Und wir haben noch viele weitere. Ich bin auch echt gespannt, wie wir erkennen können, wo Norden, Süden und Westen sind. Ja, beruhig dich, Teko, was ist denn los mit dir, du Lappen? Hä, was denn? Aber es steht wirklich nicht auf der Karte. Nein, es steht, das ist jetzt nach 30 Folgen oder so, merkst du. Nein, ich wollte jetzt nochmal sicher gehen, weil ich kenne die salzigen Muchachos, die komplett ausrasten, wenn wir es nur wieder nicht sehen. Und ich kann dir zu 99% sagen, dass sie eh sagen werden, hey, schaut mal besser in der Tasche nach, da seht ihr das doch sofort. Deswegen schau jetzt nochmal ganz kurz nach.
Ich schau lieber nicht nach, weil sonst, sonst werde ich noch mehr angemeckert, weil ich es ja nicht gefunden habe. Hallo. Aber, Daumen nach oben, hallo, bei der Muchachos. Hallo, ich hab Alpha! Was ist das für ein Ding? Bam! AMK, wer bist du? Pur! Alter! Bam! Digga, hilf! Hallo, Hilfe! Ja, ich wollte mich nicht vor ihn stellen. Danke. Er hat abgelutscht. Du hast mich getroffen. Okay, 3 zu 1, let's go. Also, Muchachos, Daumen nach oben, ballern. Dankeschön für euren Support. Ich nehme jetzt noch ein bisschen Mutantenhaut und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann, reingehauen. Ciao, ciao, Muchachos! Ciao, ciao.